Guten Tag, meine Damen und Herren. Hier spricht Jörg Weimann aus Berlin. Ich bin Chefarzt für Anästhesie und Intensivmedizin am St. Gertrauden Krankenhaus in Berlin. Und wir haben gemeinsam im Rahmen unseres intensivmedizinischen Repetitoriums die Ehre, uns über etwas zu unterhalten, worüber wir uns medizinisch oft nicht unterhalten, aber was wir den ganzen Tag lang tun, nämlich Kommunikation und Konflikte. Kommunikation auf einer Intensivstation, damit sind verbunden viele Begriffe, die Sie alle kennen. Da gibt es sowas wie professionell, kooperativ, verständnisvoll, verantwortlich, rücksichtsvoll, kollegial, wertschätzend, auf Augenhöhe. All dieses haben Sie schon mal gehört. Und wenn man mal so oberflächlich und kurz darüber nachdenkt, da sagt man, naja, haha, was soll denn das eigentlich in Gottes Namen alles noch heiß zu Gemüte führen? Etwas, was man vielleicht mal in der Schule gehört hat, die sogenannte Bedürfnispyramide nach Maslow. Sie sehen, das stammt aus dem letzten Jahrhundert, ja, Jahrtausend, 1943. Und die gilt eigentlich heute immer. Wenn Sie jetzt anfangen, sich selbst zu beobachten, dann merken Sie schon, nachdem wir vorher ganz bewusst über Hierarchien geredet haben, über Augenhöhe, dass möglicherweise hier die Augenhöhe nicht stimmt. Dass möglicherweise hier Dinge ablaufen, die jenseits von der vom reinen Inhalt sind. Es gibt eine sogenannte Kommunikation, ist einfach mehr als nur einfach ein Austausch von Informationen. Die Nachricht ist, die ist jetzt auch schon eigentlich trivial, es geht gar nicht anders. Ja? Sie haben von der einen Seite zur anderen Seite eine Nachricht, ein Signal, die reine Aussage. Aber die ist eingebunden in mehrere Dinge. Die hat mehrere Aspekte. Das ist das Vier-Seiten-Modell nach Schulz von Thun, auch schon etwas älter, trifft aber immer noch zu. Da gibt es einen Sachaspekt, die reine Information, die wir eigentlich nur austauschen wollten. Aber es gibt mehr. Es gibt eine Selbstbekundung. Jeder, der einem anderen eine Nachricht sagt, sagt automatisch etwas über sich selbst. Nämlich der Blutdruck von Frau Müller ist immer noch unter 80. Hallo! Unter 80. Ja, das sagt was. Das hat auch gleich auf der anderen Seite, an denen es herangetragen wird, eine Appellseite. Das ist ganz klar. Will der was? Und es gibt eine Beziehungsseite, die da drunter liegt. Und daraus sind entwickelt worden diese Generalfragen. Worüber spricht denn der andere da, die andere? Was ist also eine gute Kommunikation? Was ist es denn nun? Es ist eine Frage der eigenen Haltung dazu. Es stimmt zwar, dass zur Kommunikation immer zwei gehören, aber es kommt ganz wesentlich auf Ihre Haltung an, denn das ist der Beitrag, den Sie leisten. Praktische Grundbausteine. Wenn Sie also auf so eine Intensivstation gehen, dann wollen Sie so ein paar Dinge haben. Sie kommen da rein und Sie wollen dazugehören. Es ist Visite auf Ihrer Intensivstation. Da gibt es einen RMP, ich mache mal ein kleines Beispiel. So kommt es zu diesem Konfliktdreieck, das versucht, das Ganze zu beschreiben. Wenn Sie im Bereich Taten bereits sind, dann wissen Sie, dass Sie schon auf Stufe 3 sind. Sie sind nicht mehr nur bei einer Verstimmung oder Sie debattieren nicht schon. Taten, Projektion, nonverbales Imponiergehabe. Im Konflikt wird es immer so sein, dass es ein Geben und ein Nehmen geben muss. Ich kann mich preisgeben, indem ich mich öffne.